Herzlich willkommen alle miteinander. Jetzt glaube ich, sind so gut wie alle drin. Wir haben heute das Thema Marathon. Marathon laufen, wie kommt man dorthin, wie steckt man seine Ziele und, und. Also der Jochen Lombacher, heute mein Gast hier bei unseren Online-Nuggets, beschäftigt sich mit diesem Thema schon seit etlichen Jahren. So richtig gepackt hat es ihn dann 2018, hat er mir erzählt, wo er doch vorher viele Jahre, und das macht er ja auch immer noch, im Handball verschrieben ist. Also er ist Sportler durch und durch. Und er hat mir gerade eben, als wir uns noch ein bisschen ausgetauscht haben, erzählt, normalerweise ist er jetzt, weil das ist so gar nicht seine Zeit, wenn er von der Arbeit kommt, dann zieht er seine Sportsachen an und dann ist er draußen in der freien Natur und geht laufen. Ansonsten, wenn er eben keinen Sport treibt, da ist er als Personalentwickler bei einem mittelständischen Unternehmen hier in der Gegend aktiv. Er hat Betriebswirtschaft hat er studiert und, ja, und arbeitet als Personalentwickler sehr viel in der Führungsarbeit, entwickelt die Führungskräfte und vieles mehr. Aber heute geht es um Marathon und da leite ich jetzt einfach ganz charmant zu dir über, Jochen. Erzähl uns mal, was du uns mit dir genau, danke schön, Conny. Hallo. Hallo. An alle da draußen. Ja, wie ich finde, ein spannendes Thema, Marathon. Dann machen wir gleich mal eine kleine Umfrage. Wer von euch möchte denn tatsächlich einen Marathon laufen? Jetzt dieses Jahr, nächstes Jahr, irgendwann mal. Wir haben da eine kleine Umfrage vorbereitet. Klickt einfach mal rein. Ja, dieses Jahr, nächstes Jahr, später oder, ja, ich bin nochmal zurück. Ich bin jetzt heute hier einfach mal dabei, um mal, ja, mir einfach einen Impuls mal anzuhören. Ja, ja, genau. Und es ist ganz interessant, was hier so geschrieben wird und oder gedrückt wird. Also ich muss dich leider enttäuschen. Momentan haben von unseren Zuschauern weder in 21 noch nächstes Jahr etwas in der Art vor. Schade. Aber immerhin zwei Drittel sagen eventuell später. Also gehen wir mal davon aus, mit 23. Und ein Drittel sagt sogar, ich bin noch nicht verrückt. Ich glaube, die Antwort hätte ich vielleicht gar nicht aufnehmen dürfen. Ja, nichtsdestotrotz, aber vielleicht kann ich den einen oder anderen heute animieren, motivieren, sich dem Thema zu widmen. Ihr seht ja hier in der Präsentation ein Bild. Ich gehe einfach mal weiter mit der Präsentation. Das Bild entstand 1978. Das war eine Hitzeschlacht, The Battle of Atlanta. Da hat ein Fotograf aufgenommen, der Chuck Rogers, ohne Hintergedanken. Und dieses Bild ging dann durch die Weltpresse sozusagen. Nike hat dieses Foto Ende der 70er, Anfang der 80er in die Werbekampagne aufgenommen, weil dieses Bild, glaube ich, sagt viel aus, generell für den Sport. Und da möchte ich einfach mal die Frage an euch stellen, bitte mal im Chat antworten, oder was assoziiert ihr denn mit diesem Foto? Ne, wir sehen hier lachende Menschen, einer ist hier unten am Boden, einer genießt den Regenschauer, also im Hintergrund, damals bei dem Rennen gab es über 40 Grad und beim Zieleinlauf hat es geschüttet ohne Ende. Ja, und da ist dieses Bild dann so entstanden. Mhm. So, jetzt bin ich mal gespannt auf die Assoziationen. Conny, kannst du mal gucken, was geschrieben wird? Ich sehe das leider nicht, oder? Nee. Lauter Verrückte, sagt hier jemand. Okay. Wahrscheinlich sind es die ein Drittel gesagt haben, sie wäre doch nicht verrückt. Ja. Ja, also die sind fertig auf jeden Fall, ne? Genau. Also die Frage ist ja, bin ich fertig im Ziel oder bin ich nicht fertig im Ziel? Also bevor ich mich dem Projekt widme, soll ich mir gewisse Fragestellungen mal überlegen oder einfach mal mir überlegen, ja, bin ich überhaupt bereit für dieses Projekt, für diese 42,2 Kilometer? Ich habe es mir hier formuliert, wie geil bin ich denn auf das Projekt? Man kann es ein bisschen anders formulieren.
ja, brenne ich für dieses Ziel, dieses Projekt ja, anzugehen. Es geht in erster Linie darum, ja, vielleicht auch sich kennenzulernen, seinen Körper besser kennenzulernen. Ja, der eine oder andere möchte vielleicht auch was verändern in seinem Leben und viele sagen dann, Mensch, das wäre doch tangierend ein Ziel, das ich verwirklichen könnte. Mhm. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon in der Vergangenheit ein ambitioniertes Ziel verfolgt. Also bei mir war das so, ich habe im zweiten Bildungsweg gewissermaßen Fachabitur gemacht, habe dann studiert, ich habe vorher schon gutes Geld verdient, also ich habe erst Mitte 20 angefangen zu studieren und es geht natürlich dann nur mit einem gewissen Ehrgeiz, Zielstrebigkeit. Ja. Auch im Sport, Conny hat es gesagt, ich komme aus dem Handball, habe ja, eine Mannschaft von der C-Jugend bis zur A-Jugend betreut mit dem Ziel, ja natürlich die Leute irgendwo weiterzubringen, die Jugendlichen weiterzubringen persönlich, aber auch mit dem Ziel, württembergischer Meister zu werden. Das haben wir dann mit der A-Jugend, sagen wir, im letzten Jahr dann tatsächlich auch geschafft. Also was ich damit sagen will, wenn ihr euch so ein Projekt widmet, Marathon laufen, hilft es vielleicht schon zu reflektieren, ja, wo habe ich denn tatsächlich mal mich unter Druck gesetzt, um wirklich sehr, sehr ehrgeiziges Ziel zu erreichen. Mhm. Konsequenz spielt da natürlich eine entscheidende Rolle. Und ich hatte es schon erwähnt, viele nehmen das Projekt Marathon einfach auf, um Grenzen auszutesten. Joschka Fischer war so ein Beispiel, wenn man sich den noch vorstellt, in seiner Amtszeit als Außenminister, da war der relativ, ja, korpulent, wenn man so will, hat dann einen Persönlichkeitstrainer genommen, den Herbert Steffen, auf den komme ich nachher noch zu sprechen, und er hat dann tatsächlich innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr das Thema durchgezogen. Leider muss man sagen, mit wenig Nachhaltigkeit. Also auch die neuen Bilder von ihm ist leider wieder auseinandergegangen. Mhm. Ja. Grenzerfahrung deswegen, also bei mir war es wirklich so, der erste Lauf ging um Ankommen. Ich komme nachher noch drauf, oder ich gehe einfach mal die Folie weiter. Wie bereite ich mich denn tatsächlich auf das Ziel vor, um diese Grenzerfahrung an sich zu erleben? Ja, es ist wirklich ein Erlebnis. Hilfreich ist wirklich, dass ihr Mitstreiter habt. Also der ein oder andere von euch läuft vielleicht schon in kleinen Gruppen. Und wenn ihr dieses Projekt angeht, ihr habt lange Läufe, ihr habt sehr lange Läufe. Das sind zum Teil über 3 Stunden, wo ihr da in der Vorbereitung laufen sollt. Und da ist wirklich hilfreich, Freundeskreis zu haben, Laufpartner, die euch nicht unbedingt die ganze Strecke begleiten, aber Teile davon. Ja. Also es ist alles sehr durchgetaktet. Ihr könnt gemäß eurem Zeitplan zu den Leuten sagen, hey, um 10 Uhr, Max, treffen uns an der Brücke so und so, dann passt es. Oder die laufen euch entgegen und die unterhalten euch dann auch. Also gerade die langen Läufe sind in der Regel so, dass ihr euch unterhalten könnt. Ja, also ihr lauft hier nie am Limit. Also ganz, ganz wichtiger Tipp, guckt, dass der Verbündete irgendwie Verbündete bekommt, die euch bei eurem Projekt unterstützt. Das heißt, du, Jochen, du hast auf jeden Fall, wenn du läufst, immer jemand an der Hand noch, der mit dir läuft. Oder bist du auch alleine unterwegs? Die meiste Zeit tatsächlich mindestens zu zweit oder zu dritt. Mhm. Ja, und wenn es jetzt letztes Jahr konnte ich einen überreden, der dann tatsächlich den Laufplan mitgezogen hat. Ja. Der hat auch im Vorfeld gesagt, ich bin noch nicht verrückt. Aber den hat es dann schon irgendwo gereizt, ja, wenn er mal so 30 Kilometer
am Stück gelaufen ist und das gepackt hat und gesagt, Mensch, die nächsten 12 oder die anderen 12 schaffe ich auch nicht. Genau, also Laufunterstützung habe ich bewusst an Position 1 hier gesetzt, weil das ist meiner Meinung nach unabdingbar ist. In der Gemeinschaft ist es einfach schöner zu laufen und auch verbindlich zu laufen, wenn man was ausgemacht hat. Ja, und so ein langer Lauf oder so eine Vorbereitung, Conny, du bist Krankenschwester, du weißt es, da zieht es vielleicht das eine oder andere Zipperlein nach sich, ja, und das im Vorfeld zu entgehen, empfehle ich allen, die, sag ich mal, über 30 sind, tatsächlich zum Arzt zu gehen und Check-up machen zu lassen, EKG machen zu lassen, sich auf dort gleich eine Laufanalyse und Sporteinlagen verschreiben zu lassen. Ich habe erst jetzt in Vorbereitung zu dem Webinar heute eine Studie gelesen, dass wirklich 80% der Läufer mit falschen Schuhen laufen. Also das heißt, 80% haben tatsächlich Probleme, so eine sogenannte Pronation, also das Fußgelenk geht nach innen oder nach außen und die haben tatsächlich den falschen Schuh. Und hilfreich sind wirklich individuell auf dein Fuß sich Sporteinlagen machen zu lassen, kostet ja 150, 60 Euro, aber das lohnt sich. Man kann auch wirklich einen neutralen Schuh sich kaufen. Man braucht nicht auf die Pronation zu achten, hat dann wirklich ein mehr oder weniger maßgeschneidertes Laufutensil. Ja, also das ist wirklich absolut empfehlenswert. Laufkleidung, denke ich, ist selbstverständlich. Diejenigen, die ja, Lauferfahrung haben, dass man da im Zwiebellook sich einkleidet. Und auch am Anfang, wenn man rausgeht, ja, kann man ruhig ein bisschen frieren. Also das ist okay. Also sich nicht hier gleich warm einpacken, dass ich schwitze. Also das ist eher hinderlich. Thema Ernährung geht auch oft einher. So wenn ich das Ziel Marathon im Fokus habe, ihr habt Hunger, Entschuldigung, wie die Sau, dann, wenn ihr die langen Läufen habt. Oder ich freue mich dann auch immer, so samstags oder sonntags, wenn die langen Läufe anstehen, aufs Mittagessen, auf Riesenportion Nudeln oder eine Torte oder eine Tafel Schokolade. Ja, also das kann man sich dann durchaus gönnen. Aber nichtsdestotrotz, jeder Sportler, ich kann mich nicht mit Schlachtplatte ernähren, das wird nicht funktionieren. Also Ernährung, ausgewogene Ernährung, Müsli, Haferflocken, eiweißhaltig, eisenhaltige Ernährung ist schon zielführend. Und vorneweg? Das eine oder andere Zipperlein kommt, wird kommen und da präventiv was zu machen, ja, helfen Kräftigungsübungen, Stabilisierungsübungen, da gibt es wirklich Unmengen an Videos auf YouTube, auch von euren Krankenkassen und meine Erfahrung hat gezeigt, dass ja, die Videos von der AOK Rheinland sehr, sehr hilfreich sind. Ich habe es damals den Professor Frohböse von der Sporthochschule Köln aufgeführt. Und der Jan Fitschen, der ist ein ehemaliger Profisportler, die zeigen da Übungen ganz gezielt für Läufer, auch für Marathonläufer. Einfach Stabilisierungsübungen, derjenige, der irgendwie Mannschaftssport oder generell Fußball, Handball, Tennis gemacht hat, der kennt die Übungen. Das ist alles nichts Neues, nur die Schwierigkeit ist immer tatsächlich zu machen. Ja? Also auch hier wieder, es kostet Zeit, ja, aber es ist ja richtig, richtig gut investierte Zeit, das muss man wirklich sagen. Meine ersten zwei Marathonläufe. Entschuldigung Jochen, wie viel Zeit empfiehlst du denn da? Bitte?
Wie viel Zeit empfiehlst du denn im Vorfeld, sich zu kräftigen, zu stabilisieren? Oder ist es einfach ein Prozess, der laufend stattfindet? Also idealerweise die trainingsfreien Tage. Also wir haben in der Vorbereitung, wenn ich mal so einen 10-Wochen-Plan ins Auge fasse, da komme ich nachher noch dazu. Habe ich 4 Einheiten, 3 bis 4 Einheiten die Woche, und an den lauffreien Tagen oder an den Tagen, wo eher Regenerationslaufeinheiten drin sind, kann man durchaus im Vorfeld Viertelstunde, 20 Minuten stabilisieren, kräftigen. Ja. Ich habe das am Anfang auch mitgemacht, aber der Körper dankt es einem, wenn man da ein bisschen was macht, weil die Laufökonomie wird dadurch auch einfach besser. Wenn wir laufen, beanspruchen wir vor allem Bauchrückenmuskulatur. Und wer einen Büroarbeitsplatz hat, kennt das, dass ja, mit Rückenbeschwerden, also dahingehend, helfen die Übungen natürlich auch. Also ich kann es nur wirklich wärmstens empfehlen. Generell, ob der jetzt Halbmarathon läuft oder was auch immer, schaut euch mal das Angebot da an von der AOK Rheinland. Da ist für jeden was dabei, auch Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden, also wirklich tolle, tolle Sachen. Ja, zur Vorbereitung, wenn der das Projekt angeht, welche Zeit ist denn tatsächlich realistisch? Welche Vorerfahrung habt ihr denn mit dem Laufen? Bin ich noch gar nie gelaufen oder habe ich schon Halbmarathon-Erfahrung? Also ich denke, wenn jemand so um die 2 Stunden Halbmarathon läuft, ist durchaus realistisch so, ja, zwischen 4 Stunden, 4 Stunden 15 da einzulaufen. Ja, also dass sich wirklich realistische Ziele setzen, da gibt es auch genügend Literatur dazu. Ich zitiere immer den Herbert Steffni, ist im Nachgang oder in der letzten Seite von der Folie auch nochmal einige Links. Auch mit seiner Seite, Herbert Steffni ist so ein bisschen Laufpapst, ist auch Sportwissenschaftler. Ich glaube, Olympiateilnehmer, mehrfacher deutscher Meister. Also da kann man sich wertvolle Tipps holen. Und wichtig ist wirklich, meiner Meinung nach, wenn ich das Projekt Marathon angehe, erstmal Ziel 1 ankommen, gesund ankommen. Ja, wenn ich das sehe, während dem Lauf, das spürt man dann, ja. Kann ich dann vielleicht auch noch so vielleicht mein Zeitziel dann noch angehen. Also das erste Mal, glaube ich, ist gesund ankommen, ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel, und so dieses Chaka-Erlebnis dann auch, wenn man über die Ziellinie läuft. Ja, Laufplan geht auch einher mit Konsequenz. Ich habe nachher in der nächsten Folie auch, glaube ich, einen Laufplan mit drin. Also meine Empfehlung ist wirklich, diesen konsequent 1:1 umzusetzen. Ja, und nicht schludern, was aussetzen oder was häufig immer oder der Fehler gemacht wird. Ja, den langen Lauf, den 30-Kilometer-Lauf, den ersetze ich durch einen 20er und einen 10er. Nein, lass es bleiben. Ja. Also der Körper muss sich an die Distanz, an die 30 Kilometer, 30, 32 Kilometer gewöhnen. Also gehen ja Prozesse oder werden in Gang gesetzt im Körper. Die Muskulatur, Sehnen und so weiter, das muss sich alles dran gewöhnen. Ja, und ihr habt in der Vorbereitung 4, 5 lange Läufe. Also das ist ganz, ganz schlechter Ratgeber da, das wirklich, also wie gesagt, zu schludern. Das wird nicht funktionieren. Lieber, wenn es nicht geht, durch Krankheit oder ähnliches, lieber mal unter der Woche eine Einheit sausen lassen. Wichtiger Punkt: Rennen planen, An- und Abreise, Verpflegung, Regeneration. Ja, viele haben so auch mein Bekanntenkreis: Oh, ich möchte mal New York laufen, ich möchte mal Sydney laufen. Und nein, ich komme hier aus der Heilbronner Ecke. Ich bin hier den Heilbronner Marathon oder Trollinger Marathon gelaufen.
Warum? Kurze Anreise. Ich habe das Verpflegungsthema nicht. Ich übernachte in meinem eigenen Bett. Ich habe einfach den ganzen Stress nicht mit An- und Abreise, Essen und so weiter. Beispiel, ich habe vor 2 Jahren bin ich einen Venedig-Marathon gelaufen. Wer weiß, Venedig, ne, ist halt eine Insel. Das war ein AB-Lauf, also das Ziel war Venedig. Man ist von außerhalb von Mestre, also vom Festland, gelaufen. Und also Zieleinlauf Markusplatz, kurz dahinter. Hört sich alles super an, war auch super. Aber die Rückreise zum Hotel und so weiter, 3-4 Stunden unterwegs. Ja, also mit Boot, mit Bus, Menschenmassen, lasst es bleiben. Also fürs erste Mal guckt euch lieber regional um, sammelt die Erfahrung. Und wenn ihr sagt, super, klasse, ich will New York unbedingt machen, dann macht das. Aber das bedarf wirklich viel, viel Planen mit Zeitumstellung, mit Essen und so weiter. Das werdet ihr dann erleben. Jochen? Ja. Welche regionale Marathons gibt es denn außer den Trollinger? Den kenne ich auch, aber gibt es noch andere? Ja, also ein Gotthardtalmarathon, das ist auch so ein Toplauf in der Gegend. So. Der Startziel ist in Steinheim. Den kann ich empfehlen. Mhm. Stuttgartlauf oder generell, also ich sage mal so 50, 60 Kilometer An- und Abreise kann man in Kauf nehmen. Ja, aber alles Weitere, es ist mit Stress verbunden, definitiv. Ja, weil man in der Regel holt man ja am Tag vorher seine Laufunterlagen ab und Moodle-Party, also trifft dann den einen oder anderen dann noch abends bei den Moodle-Partys am Tag vor der Veranstaltung. Ja, also regional für den Start, denke ich, ist empfehlenswert. So, was haben wir noch? Ich habe hier mal einen Laufplan eingebaut. Es ist jetzt ein Laufplan unter 4 Stunden. 10-Wochen-Laufplan. Ihr seht hier, den habe ich aus dem schon viel zitierten Herbert Steffni oder von der Herbert Steffni Homepage gezogen. Ihr seht hier, 4 Einheiten pro Woche und am Wochenende sind meistens ja, die langen Läufe oder auch Testläufe, die im Renntempo dann oder im geplanten Renntempo sind. Ja, Woche 8, das ist so die härteste Woche jetzt in diesem Plan, da habt ihr 61 Kilometer vor der Brust. 6 Minuten 30 pro Kilometer, das ist langsam. Ja, das ist wirklich langsam. Und viele machen doch den Fehler, ich könnte schneller, aber es ist genau die Kunst, ja, in so einer Vorbereitung langsam zu laufen. Ja, und viele machen den Fehler, auch schon in der Vorbereitung, das Ganze ja, zu schnell anzugehen. Also wenn ihr die Kilometeranzahl insgesamt euch anschaut, ja, zwischen 40 und 62 Kilometer bewegt sich die Vorbereitung. Zeitaufwand ja, zwischen 5 und 7 Stunden pro Woche. Also es ist ein 10-Wochen-Plan. Hier kommt gerade eine Frage rein, Jochen. Ja. Und zwar, ob du während der Vorbereitungszeit irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel empfiehlst. Ja. Gibt es da was? Also Thema ist ja ausgewogene Ernährung und der Körper braucht viel Eisen, um den Sauerstoff entsprechend gut transportieren zu können. Bei mir ist es so, ich bin auch Blutspender. Habe dadurch immer einen relativ niedrigen Hämoglobinwert, esse auch
relativ wenig Fleisch. Also Fleisch ist halt sehr eisenhaltig. Und da muss man gucken, wie komme ich zum Eisen. Kann es natürlich über pflanzliche Schiene machen, Haferflocken, Brokkoli, was haben wir noch, Hirse ist sehr eisenhaltig. Fleisch generell, das ist ganz klar. Oder was ich auch noch ausprobiert habe, so 2 Wochen vorher gibt's tatsächlich Nahrungsergänzungsmittel, Floradix für Sportler heißt es. Einfach um den Eisenhaushalt ein bisschen nach oben zu heben. Ja. Genau, müssen wir mal schön gucken. Ja, also Nahrung kommen wir vielleicht gleich nochmal in der übernächsten Folie mit den Stolpersteinen. Vielleicht Motivation ist auch so ein Thema. Ich habe schon das meiste angesprochen, guckt, dass ihr Laufkumpels habt. Auch wirklich genießt jetzt gerade während des Lockdowns, ja, genießt es, in der Natur zu sein. Also jetzt auch, jetzt schneit es, also ich würde zumindest rausgehen. Ja. Neulich war mal am Wochenende. Darfst ja gleich raus, gell? Ich habe das gesehen, Rollade hoch, um 8 Uhr los. Ich war dann hier, der Schneeschieber im Neckar anlang, die erste Spur neben Hase sozusagen. Ja, das ist cool, ja. Oder auch, oh, jetzt regnet es. Eigentlich habe ich keinen Bock. Hinterher sagt der Mensch, geil, die gute Luft. Und vor allem, wenn er den ganzen Tag im Büro war, das tut einfach gut. Ja. Was auch wirklich hilfreich habt, ne? Ich habe einen Laufplan hier irgendwo auf dem Zettel und es wirklich hier diese Laufeinheit wirklich abzustreichen. Wirklich mit einem dicken Textmarker oder mit einem Edding schwarz durchstreichen, boah, ja, Hake dran, erledigt. Also das ist auch, löst auch irgendwie im Kopf was aus, wenn man sagt, Mensch, wieder was geschafft. Ja. Wirklich wieder was geschafft. Regeneration, müde wird er da automatisch, wenn er den Laufplan durchzieht. Also Schlaf ist natürlich eine normale Regeneration, die kommt automatisch, aber auch wirklich Badewanne, Spazieren, wenn jetzt mal wieder Sauna, Schwimmen etc. möglich ist, das ist natürlich auch hilfreich. Mhm. Ja, und bitte, bitte keine Laufeinheit nachholen. Also das wird nicht funktionieren. Wirklich, Regeneration ist fast wichtiger oder genauso wichtig wie die langen Läufe. Also das muss man wirklich sagen. Ja, Laufkollegen, also hat sich auch so ein bisschen eingespielt bei uns samstags, dass wir dann, wenn wir zu 4 oder zu 5 sind, im Sommer, dass wir dann zu mir auf die Terrasse gehen und hier ein schönes Radler uns gönnen und da die Bierregeneration sozusagen starten. Ja. Okay, ich habe jetzt viel geredet, ich muss mal kurz was trinken. Jetzt mal eine Frage an die Gruppe. Ja, was denkt ihr denn für euch? Was sind denn so für Stolpersteine oder was können denn Stolpersteine sein, jetzt so während dem Lauf, in der Vorbereitung, im Lauf oder auch nach dem Lauf. Einfach mal ein kurzes Brainstorming an die Teilnehmer. Vielleicht hat auch jemand von Ihnen schon Erfahrung sammeln können und Sie wissen schon, was da alles auf einen zukommt und wo es vielleicht Hindernisse gibt. Einfach, der Chat ist offen, Sie können da gerne reinschreiben. Wir sind auch fast am Ende, gell, Jochen, mit der Zeit. Ja, ich rede zu lange. Nein, ich wollte dir nur Bescheid geben, dass es 47 ist. Die Zeit geht schnell rum, ja. Ja, genau. Ah ja, da kommt jetzt vom Stefan die Antwort, Inkonsequenz in den Trainingsphasen. Ist mit Sicherheit ein ganz großer Stolperstein, du hast es ja gerade erwähnt. Genau, also das ist wirklich
ihr müsst das durchziehen. Das ist reflektiert für euch, zu sagen, okay, brenne ich für das Thema, brenne ich für den Marathon, bin ich wirklich geil drauf. Guckt nach Verbündete und Entschuldigung, scheiß aufs Wetter, ich gehe, zieh das jetzt durch. Und vor allem, wenn man jetzt im Frühjahr in die Vorbereitung geht, da kann es auch mal sein, oder ja, mal 30, 40 Grad, oder in die Herbstläufe, vor allem wenn man im Oktober einen Lauf starten will, dann hat man im August hat man vielleicht Intervalltraining, macht es früh morgens oder spät abends, zieht es durch. Ja, oder die langen Läufe, morgens um 6 los, um 7 los. Ja. Also das ist wirklich Schweinehund überwinden und es muss euch antreiben, diese Grenzerfahrung tatsächlich erleben zu wollen. Ja. Also ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber, so, also ich brenne schon so ein bisschen ja. Für das Thema. Ja. Und diese innere Antrieb muss einfach da sein. Ja. Und nochmal, guckt vielleicht wirklich, vielleicht schafft er jemand, zwei, drei Leute irgendwie zu überzeugen, ja, dass er dann gemeinsam auch das Rennen bestreitet, mhm. Ja, dass er euch gegenseitig aufbaut. Ja. Die Phasen kommen, wo im Lauf, wo euch gegenseitig unterstützen kann. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Also nicht nur im Rennen, sondern auch einfach in der Vorbereitung. Ja, grundsätzlich wahrscheinlich, genau. Genau. Super, ja, schön. Also du brennst dafür, das spürt auch jeder, der dir zuhört. Ja. Und ich gehe mal einfach davon aus, ich habe so das Bild jetzt vor Augen, wenn wir hier Schluss machen, dann ziehst du deine Schuhe an und bist draußen im Schnee. Genau. Also wenn er schnell macht, liebe Zuschauer, dann erwischt er ihn noch, dann könnt ihr mitlaufen. Ja, ich habe jetzt auch noch einige Stolpersteine aufgeführt. Oder, ah ja, okay. Hast du noch was im Chat? Nein, jetzt kam nichts mehr. Okay, also ich habe hier schon vieles schon ausgeführt. Verletzung, Krankheit, bitte keine Trainingseinheit nachholen. Wenn man krank ist, ist man krank. Vielleicht muss man dann das Zeitziel neu definieren. Ja, wenn ich eine Woche vorher krank war, dann die Überlegung einfach, ich suche mir einen neuen Termin, macht keinen Sinn. Ja. Verpflegung ist ein Thema, auch während dem Rennen, Nahrungsergänzungsmittel, kann tatsächlich in die Hose gehen, wortwörtlich, wenn man da was ausprobiert, was Neues, Finger weglassen während der Trainingsphase. Ausprobieren, wenn du wisst, okay, im Kilometer ist ein Klo. Ja, also das ist wirklich so. Es kann wirklich in die Hose gehen. Mhm. Viele machen den Fehler natürlich auch. Ich ertappe mich da auch immer wieder overpacen. Man ist motiviert, man möchte vorangehen. Gerade beim Starter gehen alle rennen und super Stimmung. Geht euer Tempo. Schreibt es euch auf die Hände. Schaut auf eure Uhr, schaut auf die Kilometeranzeigen. Wenn ihr zu schnell angeht, ihr werdet das Ganze ja, bereuen. Ja, deswegen auch der Mann mit dem Hammer. Der Mann mit dem Hammer, entweder er kommt oder er kommt nicht. Ja. Bei mir ist er zum Glück noch nicht gekommen. Die Literatur sagt so, zwischen Kilometer 28 und Kilometer 32 zeigt sich, wer eine gute Vorbereitung gemacht hat, wer nicht overpaced hat. Ich muss es einfach sagen, hängen dann irgendwo im Eck, müssen spucken, denen ist schlecht. Die können einfach nicht mehr. Ja? Da kommt wirklich der Mann daran und dann geht nichts mehr. Ja? Wichtig ist es auch, sich mit diesen Szenarien im Kopf im Vorfeld auseinanderzusetzen. Was wäre, wenn? Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Also hilfreich ist auch, sich gewisse Rituale zu überlegen in gewissen Situationen. Also ich habe auch immer wieder den Punkt so bei Kilometer 34, 35, warum tust du das überhaupt an? Ja, und dann hilft mir doch so, ja, ich bin ein bisschen ja, christlich veranlagt auch und
habe da so das eine oder andere Ritual, wo ich mir dann einfach sage, okay, das hilft mir. Ja? Oder man kann sich auch einen Anker setzen. Ja? Also ich komme ja aus dem Leistungssport. Da sagt man, okay, in der Situation war ich super stark. Ja? Und das hilft mir dann auch in der Situation, diese Phase zu übergehen. Jochen, hier kommt noch eine ganz interessante Ja. Frage. Was denn deine ausschlaggebende Motivation dazu war, Marathon zu laufen? Ja. Und seit wann? Seit wann, das glaube ich, habe ich vorher kurz erwähnt, seit 2018 richtig, gell? Also, ich komme aus dem Handball, aus dem leistungsorientierten Bereich und es ist ja gar nicht so Ausdauereinheit in der Vorbereitung. Das war, also Marathon ist ja komplett Gegenteil zum Mannschaftssport und Schnelligkeitssport. Ja. Und so nach Beendigung der aktiven Karriere muss man was machen. Ne? Und dann hier in der Region war der Trollinger Marathon und dann bin ich mal so einen Halbmarathon, was weiß ich, 10 Mal, 12 Mal, 13 Mal gelaufen. Das war irgendwann mal langweilig. Und dann auch in unserer Laufgruppe haben wir gesagt, Mensch, nächstes Jahr laufen wir den Marathon. Und dann haben wir gesagt, okay, probieren wir aus. Und es hat mich dann irgendwo angefixt und mein Ziel ist jetzt eigentlich schon, ja, wieder zu reisen, also einen Marathon mir auszusuchen und dann so wie mit Venedig dann eine Woche Urlaub dran zu hängen und in die Erholungsphase dann zu gehen. Ja. Also so letztes Jahr hatte ich München auf dem Schirm, ist leider wegen Corona ausgefallen, das mache ich jetzt dieses Jahr. Jetzt im Frühjahr sieht es auch schlecht aus. Füssen habe ich noch im August im Kopf, also alles schon irgendwo regional, aber hinterher kann man dann schön Urlaub machen. Also so ist meine Motivation, laufen und hinterher regenerieren, aktiv Sehr regenerieren. schön, sehr gut. Ja. Ja, klasse. Also da bin ich ja mal gespannt, ob du da den einen oder anderen heute mitreißen konntest und auch motivieren konntest, hier Genau, also zu was ich meinen laufen. Laufkollegen immer mitgebe, hier hat er noch, wenn er im Nachgang das Video vielleicht anschaut, Literatur dazu, Tools, also Läufe, Tempotabelle, Trainingsplan und so weiter. Verlinkung zu den AOK-Videos. Also da könnt ihr nochmal stöbern. Das, was ich jetzt versucht habe, in den 30 Minuten zu erklären, findet ihr alles auch hier in den Links. Ja, abschließend, gibt es noch Fragen, Anregungen von eurer Seite? Bevor ich zu meinem Lieblingszitat komme, Oh, jetzt gibt es ein Lieblingszitat, da bin ich ja mal gespannt. gibt es noch Fragen irgendwie? Conny, hast du noch was im Nein, Kopf? ich habe keine mehr im Chat. Okay. Wenn ihr euch entscheidet, das Thema anzugehen, ja, es ist wirklich mit Schmerz verbunden, das sieht man auch in diesem Bild. Von dem Rogers aus vom Atlanta, The Battle of Atlanta. Ich sage immer wieder, Schmerz vergeht, Stolz bleibt. Also es ist wirklich so, jeder Marathon, den ich bisher gelaufen bin, hatte so seinen eigenen Charakter, so seinen eigenen Charme. Und Stolz bleibt letzten Endes. Und ja, wenn man das einmal geschafft hat, das gibt einem so viel für Beruf, für Familie, und natürlich auch für den Sport allgemein und einfach Erfahrung, die man weitergibt und gerne weitergibt. Ich hoffe, es kam jetzt auch so ein bisschen rüber, die Begeisterung und danke, Conny, für die Möglichkeit hier das zu präsentieren und einfach mal aus der Praxis ein bisschen zu erzählen und auch gerne nochmal an die Teilnehmer. Wenn im Nachgang noch Fragen sind, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Okay. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Super, vielen, vielen Dank, Jochen. Das heißt, unsere Zuschauer dürfen sich an dich wenden. Genau, Wo sehr dürfen sie gerne. dich denn, erreichen? Hast du uns noch irgendwie eine E-Mail-Adresse oder irgendwas anderes? Gut, die E-Mail-Adresse steht ja, glaube ich, auch in der Einladung drauf. Ne? Also ihr habt Darf ja ich auch ein. deine private auf jeden Fall weitergeben dann? Genau. Okay, gut, klasse. Ja, dann auch von meiner Seite herzlichen Dank, lieber Jochen, dass du heute über dieses wirklich sehr interessante Thema gesprochen hast.
Vielleicht gibt es ja noch eine Fortsetzung, nachdem du da sportlich so aktiv bist. Da freuen wir uns alle, dich in den nächsten Wochen mal wiederzusehen hier bei unseren Online-Nuggets. Sage ich jetzt Tschüss und dann freue ich mich.